Was ging bei dir ab? Ey, Alter, feinstes Gore-Tex, das war teuer. Das gehört tatsächlich alles dem Björn. Warum um Himmels Willen? Es gibt einfach so viele Dinge, die ich tue, die so sehr unterschiedlich sind. Und ich war letzten Winter 2 Monate mit Wohnmobil unterwegs und bin eben Touren gegangen, Freeriden gegangen. Und deswegen brauchte ich auch einfach ein bisschen Equipment. Was ich halt total schätzen gelernt habe, ist das, was man hier sieht, eine Merino-Socke. Merino? Genau, aus Merino-Wolle. Ein bisschen Nachteil an dem Teil ist halt, es dauert ein bisschen, bis es wieder trocken ist. Aber das Zeug stinkt einfach nicht. Und wer mal mit mir unterwegs war, weiß auch, wie stinkende Socken riechen. Ja, auf jeden Fall. Das Gleiche kann man dann auch schon bei der Skiunterwäsche sich anschauen. Habe ich auch ein bisschen was mit. Klassiker ist eigentlich, auch vielleicht nicht in dieser verrückten Kombination, aber so eine Polyester-Klamotte. Ja, genau. Die ist halt super leicht und wird schnell trocken. Aber das Zeug stinkt nach einem Tag. Das ist echt hardcore. Auch da kann man wieder auf so eine Merino-Faser zurückgreifen. Da gibt es auch ganz attraktive Sachen. Aber mein Tipp wäre, habe ich auch auf der Fahrt zu schätzen gelernt, sowas hier, Skiunterwäsche aus einem Mix aus Merino-Faser und einer technischen Faser, die halt eben diese beiden Vorteile miteinander verbindet. Kurz zur Second-Layer-Schicht, also das, was man über der Skiunterwäsche trägt, gibt es ganz verschiedene Sachen. Das ist halt hier sowas eher Technisches. Das ist auch wieder was durchaus für einen Aufstieg, wenn du einfach Temperatur regulieren musst, sag ich mal. Absolut. Mhm. Wenn es nur um Wärme geht, würde ich sagen, kann man sich schön mit so einem Vlies behelfen. Also gibt es ganz verschiedene Varianten. Und für alle, die halt wirklich, wo es wirklich nur um Style geht, oder nicht nur um Style, vor allem Snowboarder. Aber gibt auch Skilöffel. Da geht auch mal so ein bisschen technischer Hoodie. Also das ist dann halt einfach länger geschnitten. Hat zum Beispiel wie der hier hinten eine Verstärkung drauf. Oder sogar auch Reißverschlüsse unter den Armen. Das hier ist nur so, sag ich mal, auf dem Berg zum Warmhalten. Schöne Daune. Da aber ein bisschen drauf achten, was das für eine Daune ist. Also im Idealfall checkt man da vorher mal die Websites von den Herstellern, dass man da was kauft, was ethisch vertretbar ist. Oben drüber kommt ja immer noch eine Schicht. Und das ist ja das, was viele Leute am meisten interessiert. Denn das ist ja das, was man sieht, wo man sich modisch gestalten kann. Du hast hier einige mitgebracht. Das ist eine davon. Sag mir doch mal was zu dieser Jacke. Die fühlt sich erstmal ziemlich dünn an. Genau. Also zunächst einmal ist die Jacke scheiße teuer. Die ist hochperformant. Das bedeutet, da geht kein Regen durch, da geht kein Wind durch. Schweiß wird nach außen transportiert. Sie ist wunderbar leicht. Also alles, was ich halt auf einer guten Skitour brauche. Aber wenn ich im Skigebiet unterwegs bin und, keine Ahnung, 20 Minuten im Lift sitze, dann wird mich diese Jacke einfach nicht warm halten. Da kann sie halt eben so viele hunderte Euro kosten, wie sie mag. Das, was man hier sieht, sieht man ja auch allein, wie dick der Stapel ist bei so einer Jacke. Das ist halt so ein bisschen down gefedert. Da kann man sich richtig schön versinken. Da kann man im Lift sitzen und man wird gewärmt. Ja. Jetzt hast du noch so eine Outer Shell, habe ich gelernt, heißt das, mitgebracht. Und die fühlt sich jetzt erstmal nicht wesentlich anders an als diese. Hast du zu viel Geld oder warum hast du mehrere von den Dingern? Der Unterschied ist, hier in dieser Jacke steckt eine Gore-Tex Pro-Membran drin und da steckt eine Sympatex-Membran drin. Okay. Die Membran, da greife ich doch zur Gore-Tex, das ist doch viel besser. Das ist auch das Naheliegendste, dass man das tut. Aber wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt und eben auch mal in den Verarbeitungsprozess reingeht oder was in so einer Membran drin steckt, dann wird man relativ schnell checken, dass Gore-Tex nicht unbedingt die erste Wahl sein sollte, weil da so viel Chemie drin steckt, dass es einfach am Ende des Tages Sondermüll. Also wenn man bedenkt, dass diese Jacke hier ungefähr die Hälfte von der kostet und eben eine Membran drin ist, die deutlich weniger Impact auf die Natur hat, als das diese Jacke hat, warum sollte ich diese Jacke kaufen, warum soll ich diese Jacke tragen und nicht lieber auf ein Produkt wie dieses setzen, bei dem ich auch mit ruhigem Gewissen in der Natur unterwegs sein kann. Du bist Fäustling-Fan. Genau, weil ich mich ja häufiger mit Skifahrern prügeln muss als Snowboarder, habe ich mir ein paar Fäustlinge besorgt. Nein, im Ernst, wenn man schnell kalte Hände bekommt, geht nichts über Fäustlinge. Die hier haben zum Beispiel auch noch den kleinen Trick, dass man hier vorne mit einem Reißverschluss den Fäustling öffnen kann, falls man dann doch mal mit den Fingerspitzen irgendwas lösen muss, dass das halt geht, ohne den Handschuh auszuziehen. Eine wichtige Extremität haben wir noch vergessen, das ist die Buchse, wie wir Hessen sagen. Was bei so einer Tourenhose mega wichtig ist, ist hier bei der auch gegeben, Reißverschluss wirklich von unten bis ganz nach oben, damit man alle Möglichkeiten hat, beim Aufstieg Luft reinzulassen. Aber auch bei der Hose gilt, das ist einfach nur eine Lage, da ist nichts mit Fütterung oder irgendwas, es hält nicht warm, sondern es hält Wind ab. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste und transportiert ein bisschen Feuchtigkeit nach draußen. Bei so einer Hose, das ist halt eben so eine klassische Snowboard-Hose, die man
auf der Piste fast anhat oder halt einfach zum normalen Freeriden anhat, die kann schon ein bisschen dicker sein, die muss ein bisschen was aushalten. Du weißt ja, wir sitzen auch die ganze Zeit rum, deswegen vielleicht ein verstärkter Arsch oder sowas. Also solche Dinge, große Taschen und wichtig, Lüftungsschlitze, die sind bei den Hosen meistens hier auf der Innenseite. Eine Hose ohne Lüftungsschlitze würde ich wahrscheinlich niemals kaufen. Indiskutabel. Kann ja so geil aussehen, wie sie will. Hier haben wir im Prinzip denselben Membranpart wie in der Jacke auch. Und das führt mich eigentlich zu meinem Abschlussappell für dieses Video. Man kann auch bei der Auswahl der Klamotte durchaus den Nachhaltigkeitsaspekt einfließen lassen. Ich sage, man kann nicht nur, man sollte auch nicht blind nach dem greifen, was man irgendwann mal gelernt hat, was gut ist, sondern sich ein bisschen damit befassen. Das kann die Daune sein, das kann die Tierhaltung sein bei Merino-Wolle und das kann insbesondere eben auch die Membran sein, die absolut sehr umweltschädlich hergestellt werden kann oder eben auch ein bisschen besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert unseren Marmota-Channel. Dann gibt es die Updates immer direkt, wenn sie erscheinen. Und ich danke Björn für den Beitrag und für das Schleppen dieser unfassbaren Textilmenge in unser Studio und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Tschüss. Ciao.